als Bürgermeister ist man natürlich auch sehr oft auf Reisen. Und die Serie zu Gast bei, diesmal Cedric Elsius TV, ist so eine Serie, wo ich meine diplomatischen Beziehungen mit anderen Staaten und Welten pflege und euch ein bisschen was von dem Bürgermeister-Alltag zeige, mal außerhalb von Hunsgrab. Heute sind wir zu Gast in Nemir City, der Stadt von Elsius LP und seinen Kameraden. Und die haben da wirklich was ganz Großartiges geschaffen. Eine riesige Stadt unter zwei gigantischen Glaskuppeln. Ich wünsche euch viel Spaß dabei, wenn ihr mich begleitet auf dieser Reise. Und sage, bis demnächst in Hunsgrab. Aber jetzt kommt erstmal ein Reisebericht. Sigvitus von mir, Elsiusifiziert, muss das heißen. Okay, alles klar. nicht so wie bei mir, alles durcheinander. Okay. Hier hinten, dorthin siehst du was leuchten. Ja. Also, wir haben hier insgesamt auf den Server, wir gucken vielleicht mal drei Sachen an oder so. Also das Portal, was wir vor uns gesehen haben, das war eines der neuen geheimen Sachen. Hm. Das sind wirklich ganz geheime Sachen hier. Steht auch hier. Geheimer Ort. Geheimer Ort? Da, wie der geheime Ort heißt, also das ist halt Freibad. Und das ist der Geheimort 8 von 36 geheimen Orten. Also Leute, die auf den Server kommen, können dann diese geheimen Orte finden und ist so eine kleine Challenge sozusagen, die zu suchen, ja? Genau. Das sind aber nicht alles Freibäder, sondern wahrscheinlich unterschiedliche kleine Sehenswürdigkeiten. Richtig. Ah, da okay. War da war ein Loch, ja. Ist kein geheimer Ort, ist ein öffentliches Loch. Ja, ich finde die Idee total klasse. Und es ist auch wirklich wie so ein altes Freibad. Also ich finde die Idee, so geheime Orte auf einer Map zu verstecken, finde ich eigentlich ganz cool. Und hier, wenn man ganz genau auf die Wegbegrenzung achtet, sieht man ja, hier geht ein Weg weg. Genau. Wahrscheinlich noch ein geheimer Ort. Das ist auch ein geheimer Ort. Ah. Ja, hier steht geheimer Ort, Waldstrand, 7 von 36 geheimer Orten. Also alles das ist klar. Waldstrand. Ein wilder See. Der See wurde auch so generiert. Wie heißt das? Der wurde generiert oder? Der Wald ist nur ringsrum drum entstanden. Ah ja. Sehr cool. Wie so ein altes Sprungbrett. Ja, genau. Auch alle schon mit Moos besetzt, das Ganze. Genau. Schon länger nicht benutzt, ne? Keiner weiß mehr, wo dieses alte Schwimmbad zu finden ist. Außer wir. Schöner Wegweiser. Genau, da geht's zum Klosterdorf und hier geht's zur Nordkirche. Ja, das ist der Nordeingang 2. Jetzt sind wir wieder in die Miss City. Lass dich nicht berauschen von Nordeingang. wir kommen ja hier gerade aus dem Osten. Ja. Und das ist die Nordstadt. Ah, das ist die Nordstadt, okay. Das Nordeingang. Ist alles sehr offen hier, es gibt keine Stadtmauer oder Begrenzung, also ihr seid hier McDonald's, juhu! Also wie in jeder Großstadt, wir besitzen nachher McDonald's. Ja, natürlich, klar, muss sein. Das ist die Gemeinde hier drüben, das Haus mit diesen Pfeilern davor. Ja, was mir gerade auffällt, vor Monstern habt ihr keine Angst, weil es hier, glaube ich, keine gibt, oder kann das sein? Ich habe noch kein einziges Monster gesehen, obwohl es ja dunkel ist. Ah, na gut, doch, ja, ich bin ja im normalen Modus. Normal müsste es ja ein Monster geben. Schmeckt es? Ja. Okay, lecker. Essen ist was Feines. Also ich werde nicht besoffen, die Äpfel stammen nicht vom Schrottzeichen. Ah, okay. Hier entsteht auch etwas, das oder? Das ist das Gemeindehaus. Ah. Das ist das Gemeindehaus hier, der Nordstadt. Und ja, hat niemand Zutritt. Hier sind Gitter davor. Nein, Quatsch. Oh, hat keiner Zutritt? Das Gemeindehaus? Da haben schon welche Zutritt. Hier ist eben der Eingang. Genau. Ach, schön. Boden. Groß, ja. Schön luxuriös. Ein sehr fantasievoller und hier Boden. Hinten gibt's ja. Ganz viele Tische zum Essen. Ja. Mal gucken. Ja, hier gibt's gerade nichts zu kaufen. Alles ausverkauft. Oh, schade. Naja. Obwohl ich langsam Hunger kriege. Von der ganzen Rumrennerei. Hast du ne? noch Äpfel? Nein. Müsstest du eigentlich 20 Äpfel haben? Nö. Ich habe keinen einzigen gekriegt. Vielleicht habe ich da irgendwas falsch gemacht. Ich habe ich hab dir die abgezockt. Was? Okay, jetzt habe ich 21 Äpfel. Lecker. Also, und die Teile hier, folge mir bitte nicht. Okay, ich bleib hier stehen, oder wie? Ja. Ja, gut, wir bleiben einfach stehen. Die Teile, dann machen wir bestimmt gleich irgendwas, denke ich mal. Ah, es wird Nacht.
ziemlich schnell. Da unten läuft er. Da. Ah, das dachte ich mir schon. Ah, genial. Juhu, Feuerwerk. Bald unser Festplatz ist das von der Nordstadt. Sehr cool. Bald ist Silvester. Na, ja, wir feiern mir auch immer eigentlich. Ja. Also letztes Silvester haben wir hier gefeiert. Ah, schön. Weil, ja, hatten irgendwie alle keinen Bock auf unsere Eltern. Oh, ja, kommt vor, ne? Na, weil Familie braucht nicht immer sein. Ja, und das ist ja auch viel, viel umweltschonender und besser und billiger auch, als ein anderes Feuerwerk zu machen. Genau. Ja. Schön. Und man muss hinterher die Raketenstöcke nicht aufsammeln. Genau. Hier drüben habe ich vor uns mein Silvestres reingehen lassen. Ja. Das Ganze ist noch im Bau. Das ist ein Ewigkeitsprojekt. Wow. Bereits schon mal bei angesprochen hast, Delfino und bei Shadow Skies, man braucht wirklich ein Projekt, was Ewigkeit. Genau. Das ist unser Projekt. Der Kasten, das ist der Shop-Shop der Stadt. Der Shop-Shop. Ah. Safe Zone Shop-Shop ist irgendwie aus Arma 3 abgeleitet. Ah, okay, alles klar. Und hier sind so kleine die Schaufenster, wo man was reinstellen kann. Da ist ja schon ein Schwein drin. Ja. Ah, sehr cool. Ist hier mal reingelaufen. Draußen tobt noch das Feuerwerk und wir shoppen erstmal eine Runde. Drei Etagen. Ist aber noch nichts eingerichtet und die dritte Etage hat sogar keine Wände. Und wo geht's dann hoch? Ach, hier. Also innen zu. Ist also im Grunde ein großes Kaufhaus mit ganz vielen Schaufenstern. Hier ist auch noch sehr dunkel. Genau. Ah, und hier sind dann auch wieder die Schaufenster. Sehr schön. Sehr cool. Also wer Interesse hat, hier einen Shop zu haben, kann sich gerne melden. Genau, meldet euch an. Ja, einfach beim Cedric. Tut mir sagen, was für eine Version von Shop ihr haben wollt. Waffen oder Nahrung oder irgendwas Spezielles. Ja. Könnt ihr gerne auf mich eingehen und da könnt ihr das einrichten auf euren Minecraft-Namen. Wenn ihr jetzt mal drauf kommt, habt ihr eigentlich immer ein Anfangsbudget, was ihr hier habt. Und wenn da eben irgendjemand was kauft, dann. Ihr geht's gerade nicht raus. Wenn ja irgendjemand was kauft, dann könnt ihr Geld verdienen sozusagen. Mhm. Warte, ich folge dir, ich musste mal kurz einen Schluck trinken. Oh, das Feuerwerk tobt, wie lange tobt das denn jetzt die ganze Zeit? ja. Ja. Ich hatte ja auch mal ein Geburtstags-Special gemacht, 2013. Okay. Hatte ich das Feuerwerk aber woanders noch laufen, da können wir dann hin. Mhm. Und da hatte ich das, wie lang ging das? Dreiviertel Stunde. Okay. Das ist die City Farm. Oh. Ja, hier also, ist ziemlich weit runter. Wenn du gleich schon mal auf irgendein Server bist, kannst du ja im Survival Holz abbauen oder andere Materialien. Ja. Und das dann hier sozusagen verkaufen. Ah, an dieser okay. Wand mit Bedrock. Okay. Also das sind nur Sell-Schilder, man kann nichts kaufen, man kann eben nur verkaufen. Ah, okay. Alles klar. Und hier kannst du zum Beispiel dann Holz abbauen, wenn du das willst. Genau. Ah, hier Wolle, weiße Wolle. Ja. Auch nochmal Holz. Hier drüben Lehm und Birkenholz. Hier das kommt. Müssten wir zumachen. Da musste man für jeden Block, den man abbaut, Steuern bezahlen. Oh, ups. Ja. Teilte bei den Sandsteinen ja auch noch. Okay. Sandstein, also da hinten ist Netherstein. Braucht man sich gar nicht außerhalb der Stapel geben, wenn man was. Oh, ich sehe schon, ja. Also ich. In diesem Kasten, das größte Kasten, den wir hatten, sind Cobblestone, Stein und alle Erze drin. Ah, okay. Konnte man sehr schnell Diamanten farmen. Das glaube ich. Aber hat den Server teilweise zum Absturz gebracht, weil das immer wieder auffüllen musste. Das glaube ich. Ach, das wird dann automatisch aufgefüllt, ja. Hier ist Wolle. Nein, muss man noch manuell machen. Oh, muss man manuell machen, okay. Und das ist bunte Wolle. Ah ja, schön. Da habe ich immer die Schilder hier an der Seite hingestellt, die IDs, dass ich mir die nicht merken brauche. Ah, ja, okay, jetzt verstehe ich das auch. Ich habe gedacht, was hat er denn hier für Zahlen hingeschrieben? Alles klar. Da ist auch eine Kirche da hinten, die sehe ich schon. Klassisch. Ja, das ist die Backsteinkirche. Da rennen wir jetzt mal hin. Wir rennen einfach mal durch den Wald. Genau. Hier entsteht auch noch was.
alles noch geheim. Ach so, für alle nochmal, das ist hier jetzt nicht auf dem normalen Esmeralien Nord-Server, sondern Süd, ne? Hast du gesagt, glaube ich. Ja, Süd, genau. Also es ist nicht der Community-Server, das ist ein Extra-Server hier vom Cedric. Und ja, ihr werdet das also nicht auf dem normalen Community-Server finden. Theater? Wo? Ah, da, okay. Theater hier wird auch gerne zum Reden gedacht. Ach so, so eine kleine Bühne, okay. Ja, hallo und herzlich willkommen bei dem schönen Abend heute am 26. Oktober. Wir schreiben das ja 3800 noch was. Und wir begrüßen heute Hilti Hammerson, der weit gereist ist von Hunsgrab. Genau, ja, ziemlich weit. Stimmt. Ah, schön. Schöne Bühne. Ja. Ist schon sehr spektakulär hier alles. Wasseranlagen. Ja. Alles gebaut von Unhold 122. Von wem? Unhold 122. Ja. Der hat die auch mitgebaut. Wie viele Leute haben hier dran gebaut überhaupt jetzt so? Insgesamt 7 Leute und okay. 4 sind aktiv. 4 sind aktiv. Ja, dann grüße ich diese Leute, die hier noch mitgebaut haben, die jetzt keine Zeit oder keine Lust irgendwas hatten, hier mitzukommen. Die grüße ich jetzt mal ganz herzlich. Ihr habt da echt was Tolles gebaut und ich freue mich, dass ich mir das angucken darf. Ja, da kann ich dir auch mal erwähnen. Das ist einmal der Günther Media TV, dann Alfredo Geheim, dann der Unheil 122, Neuerung, Mr. S. Planet Crafter 1909 und den Rest fällt mir jetzt nicht ein. Okay. Ja, ist eine schöne Kirche. Hier mit dem riesigen Kreuz. Natürlich alles aus Diamanten, nur vom Feinsten. Aber auch der Altar, der wirkt, obwohl er jetzt nur aus Cleanstone ist, aus Cleanstone-Platten, der wirkt sehr nobel. Wirkt sehr, ja, nobel einfach. Ja. Sehr schlicht und nobel. Was man daran noch sagen muss, der Kronleuchter gefällt mir sehr. Der ist genial. Ja, der ist einfach genial. Riesig. Also der würde in die Kathedrale nicht reinpassen, dann wäre das Ding voll. Einfach mal. Ich glaube, wo du mal beim Joe Slow warst, ja, genau. Eine riesengroße Kathedrale gewesen. Ja. Die hat mir so sehr gefallen. Die war wirklich, die ist wirklich genial beim Joe Slow und dem, ja, die da sonst noch so sind. Wusimu natürlich ist da noch und ja, jetzt komme ich nicht auf den dritten Namen. Schlimm, schlimm, schlimm. Ja, die Kirche, die da ist, ist wirklich gigantisch. So. Hier siehst du die Karte von dem City. Ja, okay. Da sehe ich gerade gar nichts, komischerweise. Ich auch nicht. Gibt's auch wieder eine Geschichte. Ich habe vor 3 Wochen, 2 Wochen, da hatte der Server noch 5 verschiedene Welten. Ja. Und die Welt, wo wir gerade drinnen sind, war eine andere Welt, die mal hinzugefügt wurde. Und okay. Da habe ich über 5 Stunden gebraucht. Wir gehen mal weiter. Ja, ich folge dem auch noch völlig. Ich kann euch ein bisschen durcherzählen. Über 5 Stunden gebraucht, die World-Welt des Servers zu löschen. Ja. Und die Welt erstmal zu safen, wo wir uns gerade befinden. Und die dann erstmal in die normale, ins normale Singleplayer einzustufen und dann die ganzen Ordner einzeln, die wirklich alle einzelnen, und du kennst bestimmt, wenn du mal auf so einen Weltordner drauf gehst, ja, und du schon über 3 Jahre, also die Welt gibt es jetzt zuerst seit 2 Jahren ungefähr. Das aber ist eine Menge, was da zusammenkommt, das stimmt, ja. Über 3 Jahren hast du dort die Dateien, die ihr anzeigen 0,-1 ja, oder so. Das geht bei mir schon bis 5,-4 und minus 5,4 und sowas. Und das ist wirklich so viel zum Kopieren und gehen wir nicht so weiter. Wieso? Was passiert denn? Nein, also hier ist der Festivalplatz. Ja. Deutschlandflagge und Sachsenflagge. Okay, alles klar. Also die ganzen Sektoren kommen ja alle aus Sachsen. Hier ist ein Anstellbereich. Ich dränge mich einfach mal durch. Genau. Lalala, das kennt man so aus den Parks, hier mit diesen Anstellketten. Und dann kommt man hier auf den großen Platz. Juhu, wir sind sofort reingekommen, braucht man gar nicht eine halbe Stunde warten. Boah. Und hier sind dann Konzerte jetzt immer irgendwas, das sind nur die Mikrofone oder so. Ah, sehr cool, eine Bühne. Hier können die Fans auch nicht hochspringen. Oh, guck mal, der Juhu ist gerade gekommen. Nee, kann man nicht hochspringen, geht nicht.
Mir ist anderthalb hoch. Ja, ist schon klar. Sicherheitsschutz. Aber die Bühne hinten, das gefällt mir sehr gut. Das ist nämlich ein Creeper-Gesicht, wenn man da mal genau hinguckt. Also zumindest so, ne, so ein bisschen so ein Gesicht fast zu sehen. Ja. Und Sehr wenn du schön. hier die Trichter mit der schwarzen Molle, das sind so die Verstärker. Genau. Die Boxen da, ne? Hier an der Die Seite. Die Boxen. Genau. Verstärkerboxen. Hier kann man richtig abfeiern. Aber Sachsen und Deutsche werden hier einzeln reingeschleust. Jeder auf seiner Seite. Hier gehen wir mal auf der sächsischen Seite wieder raus. Okay. Da kriegt man ein bisschen Drehwurm. Auch beim Rausgehen. Das hier ist das WG-Viertel, brauchen wir nicht weiter zeigen. Kann man sich Warum? selber anschauen. Ne? Okay, kann man sich selber anschauen. Das So. WG-Viertel ist das. Da wohnen die ganzen Ja. WGs, Chaos-WGs und so. Eigentlich wohnen die ganzen Sektoren drin, deshalb wollte ich das jetzt nicht zeigen. Ah, okay. Ein Mülleimer. Alter Mülleimer ist der wertvolle Mülleimer. Ja, wollte ich gerade sagen, für Mülleimer ziemlich teuer, mit Gold alles gebaut. Und wird aber leider nicht mehr benutzt. Lava ist raus. Oh, okay, da war Lava drin. Also sinnlose Goldverschwendung. Ju schreibt Hallo. Hallo Ju, schön, dass du da bist. Genau. So. Wie du auch Ja. bestimmt schon gemerkt hast, haben ja die ganzen Straßen Namen. Ja, stimmt. Neumannstraße, Valmierstraße. Und ja, das ist sehr, sehr sinnvoll. Gerade für die Post, dann weiß ich immer, wo die Leute wohnen. Und hier ist noch ein Hilti's. Oh, Souvenirshop. Das ist cool. Gucken wir mal rein. Ist ja sozusagen meiner. Was gibt's da? Gar nichts. Ja. Und auch nichts und auch Na, nichts das kann und man noch auch nichts. auffüllen. Ja, aber es ist ein Souvenirshop. Das kann man auffüllen. Und was haben Dass du hier auch einen Shop hast, zum genau, Beispiel Stone. Ah. Stein aus Hundsgrab. Alle die guten Steine aus Hunsgrab, extra bröselig. Wunderbar. Und hier die schönen Genau. Fackeln mit den Halterungen. Ist dann auch so. Wollte ich eigentlich erstmal einen Tresen hinbauen, aber das Ist wurde ja. dann zu knapp und die Beleuchtung auch, war ich mir nicht sicher, habe ich einfach mal in die Bilderrahmen noch die Redstone-Fackeln gepostet. Ja, genau. Ach, da an den Bildern erkennt man sowieso, was drin ist, ne? Wunderbar. Da sieht man das sofort auf den ersten Ja. Blick. Verschiedene Steinsorten. Ja, Hammerstone passt ja auch ganz gut Wenn du mit hier oben Stein. auf den Stein gehst, auf den Stein, Ja. da steht auch mal was drauf. Steinshop hier. Ja, genau. Ah, cool. Die sind Genau. benannt. Alles klar. Sehr schön. Also die Steine sind Genau, benannt. die Steine sind benannt. Hier sind Häuser auf diesen Quadraten hier in der Nordstadt gebaut. Auch nochmal an die Zuschauer von Oberzeer. Und ihr könnt mir auch Vorschläge schicken, was man alles hier reinbauen soll. Wir haben hier überhaupt keinen Plan, was noch alles hier reinkommen soll. Wir haben, ja genau, du hast ganz viele Gebäude, wo gar nichts drin ist, wie hier, dieses Grasgebäude. Ja, Hier genau. könnten Das Schafe drin sein oder so. sind eben nur Grasböden drin, weil wir auch noch nicht wissen, ob hier was für ein Fußboden rein, ob der städtische Fußboden mit Fichten und Birken abwechselt Ja. oder mal was anderes. Hier sind so welche im Rohbau zum Beispiel, die Genau. Gebäude Also Leute, sehen wenn ihr ganz Vorschläge alt habt aus. für die Gebäude hier, was da noch rein könnte, wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, das Gebäude, Oop. das sieht mir aus wie Punkt, 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 da kann unbedingt Punkt, Punkt, Punkt rein, dann könnt ihr das mal schreiben. So. Hier Warum ist. habe ich mir keine Spitzhacke Ich habe eine mitgenommen? Spitzhacke hier. Willst du eine haben? Ach ja. Du Zack, kannst ja mal. bitte. Ja, Kann Dankeschön. ich auch Mach selber gern machen. frei. Ich will mich hier nicht der Arbeit verweigern. Jetzt habe ich sie weggeschmissen. Komm her. So. Erstmal steuern. Ups. 1,43. Was, Aber Steuern? ja, ich musste immer Steuern bezahlen. Ja, verdammt. Also, das ist das Gebäude. Ja. Ich wollte ja mal ein Projekt starten auf meinem Kanal, was hieß Emeraldo Meer. Ja. An Wer wird Millionär angespannt Ah, und okay. stelle ich in Minecraft Fragen und so immer höher bei dem kommt es immer mehr Smaragde bekommt man. Und die Smaragde, die man dann auch spielt, oben sind die Smaragde, die man auch spielt und unten drunter kann man eben für diesen Smaragd eben, den man dann am Ende bekommt, Ja. die jeweilige das Geld dann einsacken Okay. und das kriegt man dann überwiesen. Ah, schön. Emeraldo Meer. Emeraldo, ich würde, Meergi. wo ist das Schild? Wer wird Emeraldi? Gibt's nicht. Ja, Meer.
Das ist eine schöne Idee, auf jeden Ja, Fall. schwierig zum Aussprechen. Ja, es ist vor allen Dingen schwierig, da so viele Minecraft-Fragen zu finden, obwohl es bestimmt noch viele Fragen gibt, die noch nicht geklärt sind in dieser Welt. Ich bin gerade Level Up. Du bist Level Up, das ist doch schön. In Slimmer City oder McDonald's? Ja, natürlich, klar. Die berühmte Fastfood-Kette darf natürlich auch hier nicht fehlen. Guten Tag. Genau. Das sind die Sitzhocker, hier ist das McCafé. Wo ist das McCafé? Hier? Das? Nein. Ja, ah, nee, da. Ah ja, genau. Da steht's oben dran. Ah, McCoffee. Und hier, das ist der normale Verkauf, oder was? Hallo. Ja. Ja, die sind alle sehr geschäftig. Bestellung bitte steht dort oben. Und, ja, hier kann ein Döner, bitte. Ja. Hier kannst du dann eben darauf zugreifen, was du dann haben möchtest. Okay. Automatik. Ah, wunderbar. Das ist schon cool, also, was hier alles möglich ist. Hast, könntest du... Oh, ich habe eine Kartoffel gekauft. Oder ist es ein Burger? Oben, eine Ofenkartoffel ist das dann. Veggie-Burger. Hier geht's zu den Sitzplätzen. Ach, hier gibt's noch eine obere Etage, okay. So ein Stehtisch. Ja, für die ganz Großen hier, der Sitzplatz. Ja, und für genau. Die hier. Hier für die, und wo ist der, wo das, für die Kinder, wo man die Krone hat? Naja. Schön. Ist dann wenn dann hier unten. Genau. Ja. Sehr schön. Ich esse erstmal. Nee, ich habe gar keinen Hunger. Aber esse ich später, wenn er kalt ist. So wie im richtigen Leben. Okay.